Liebe Zuhörer, liebe Plattbuhn, ich bin in Schuldern in der Hermann-Löns-Schule in Lüneburg und möchte nun die Geschichte von den dicken fetten Pfannkuchen vorlesen. Der dicke fette Pfannkuchen. Da sind mal drei oder Biberwesp, die hätt gern Pfannkuchen essen wollt. Da gifte erst den Edelter, der zweite gift Milch, der dritte Fett und Mehl. Als der dicke fette Pfannkuchen fertig ist, reckte sich in der Panne in der Höhe und lüpfte drei Eulen Bibern weg und lüpft immer zu und lüpft Kantapa, Kantapa, nat Heu drün. Da kommt ein lütten Haas in der Müll und rübt, dicke fette Pfannkuchen, liefst du an, ich will dich fritten. Der Pfannkuchen antwortet, ich bin drei Eulen Bibern ut knepen und schuld die, Haas wippst dat nicht ut knepen und lüpft Kantapa, Kantapa, nat Heu drün. Da kommt den Wolf anlaufen und rüft, dicke fette Pfannkuchen, wie Stan, ich will dich fritten. Der Pfannkuchen antwortet, ich bin drei Eulen Bibern und knippen. Den Haas wipstet und scheut die, ruft dickstet, nickt und knippen und lübt kein Tapper nach Holtgrün. Der kommt der Zig anhüpft und ruft, dicke fette Pfannkuchen, wie Stan, ich will dich fritten. Der Pfannkuchen antwortet, ich bin drei Eulen Bibern und knippen. Der Haas wipstet und ruft dickstet und soll die, Zig Langbock nicht utknippen und lübt kein Tapper nach Holtgrün. Da kommt ein Pferd anschrung und rübt, dicke fette Pfannkuchen, lief Storn, ich will dich fretten. Der Pfannkuchen antwortet, ich bin dreh euren Bibernutknuppen. Der Haas wipstert, wirf dickstert, zegen Langbord und schuld die, Pferd plattpot nicht utknippen und lübt kein Tapper nat Heutrün. Da kommt euer Spien anrennt und rübt, dicke fette Pfannkuchen, lief Storn, ich will dich fretten. Der Pfannkuchen antwortet, ich bin dreh euren Bibernutknuppen. Der Haas wipstert, Wolf dickstet, zirk Landbord, Pferd plattfuß und schuldi, Swin Kringel sagt nicht utknippen und lübt kein Tapper nat Holtgrün. Da kamen drei Kinder an, die hebt kein Vater und kein Mutter mehr und sagt, liebe Pfannkuchen, lief Storn, wer hab noch nichts zu essen hat, den ganzen Tag nicht. Da hüpft der dicke fette Pfannkuchen wie die Kinder in Korb und lässt sich von jedem essen. So, das wäre die Geschichte von den dicken fetten Pfannkuchen. Lief Karl und Kregel, alles Gute für Jo.